Moin Moin Oldenburger. Ich bin hier 1972 hergezogen, habe hier studiert, habe hier bis 1980 gelebt, bin dann nach Bremen gegangen für 3 Jahre, dann nach 28 Jahren Hamburg und seit 5 Jahren bin ich in Berlin. Also ich bin der Neu-Berliner, komme aus der Hauptstadt und bin einer der Sprecher des Bundesausschusses Friedensratschlag. Wir machen einmal im Jahr, immer im Dezember, in der Kasseler Universität einen Ratschlag, wo letztes Mal beim 22. die größte Anzahl von Friedensbewegten überhaupt vor Ort war, nämlich über 400. Und wir hoffen, das bleibt so. Ich möchte also euch euer Interesse daran wecken, dass ihr den Weg auch nach Kassel findet, um am nächsten Ratschlag Anfang Dezember in diesem Jahr teilzunehmen. Das war der Werbeblock jetzt. Und jetzt wird es ernster. Ihr habt ja einen Ostermarschaufruf formuliert hier, der fängt mit dem Satz an, die Welt ist aus den Fugen geraten. Und das ist, glaube ich, auch genau das Thema, was uns bewegt. Ich sehe das auch so, dass die Welt aus den Fugen geraten ist. Und deutlich lese ich das ab da an der Zahl 60 Millionen. 60 Millionen, so viele Menschen, so viele wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind Flüchtende. Und sie fliehen vor allem vor Kriegen. Und wir spüren es in diesen Tagen unmittelbar, die skrupellosen Anschläge in westeuropäischen Hauptstädten wie zuletzt in Paris und Brüssel erschüttern uns. Sie verunsichern uns. Die Terrortaten sind nicht zu rechtfertigen. Es ist Massenmord. Und wir verurteilen sie zu Recht. Die Regierenden haben sofort eine Antwort, wie man damit umzugehen hat. Nämlich den Terror militärisch zu bekämpfen. So lange, bis er verschwunden ist. So aber verschwindet er nicht. Die polizeiliche Arbeit zum Beispiel, die über die Landesgrenzen hinausgehende Koordination und Kooperation funktioniert nicht. Und das ist doch der entscheidende Fakt. Mit Kriegen ist der Terrorismus nicht zu bekämpfen. Und die Frage, warum wir Ziel dieser Anschläge sind, damit zu beantworten, dass unsere Freiheit und unsere Werte geneidet werden, ist ebenso bequem wie falsch. Wir werden deshalb Opfer dieser terroristischen Anschläge, weil wir Nationen angehören, deren Regierungen Aggressionen, insbesondere in von Islam geprägten Ländern, begangen haben und begangen und begehen. Kriege, die von westlichen Regierungen angezettelt, unterstützt, finanziert werden und für die der Westen Waffen lieferte. Gehen wir nochmal in die Geschichte zurück. 2001 griffen NATO-Staaten Afghanistan an, bomben die Taliban-Regierung weg. Ein Regime-Change. Besetzten das Land und betrieben ein Jahrzehnt lang militärische Aufstandsbekämpfung, auch mit Drohnen. Die Folge? Millionen Flüchtlinge, 200.000 Tote in Afghanistan selbst, darüber hinaus Bürgerkrieg in Pakistan mit über 60.000 Toten als Folge dessen. Keine Schwächung der Taliban und sogar die Ausweitung der Al-Qaida. 2003 führten NATO-Staaten einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen den Irak. Ein zerstörtes Land, eine zerstörte Gesellschaft, 1 Million Tote sind die Folge und Ursache für die Herausbildung des sogenannten Islamischen Staates, der nun seine Aggressionsakte nicht nur im Irak, sondern auch in Syrien begeht. Sein Einsatzgebiet weitet er aus nach Libyen, Afghanistan, in die Türkei, nach Tunesien und nach Westeuropa. 2011 griffen NATO-Staaten Libyen an, auch völkerrechtswidrig, denn ein Regime-Change war von der UNO nicht mandatiert. Sie nannten sich die Freunde Libyens. Die Folge: mindestens 50.000 Tote, ein zerstörtes Land, eine zerstörte und gespaltene Gesellschaft, Flüchtlinge. Freunde tun sowas nicht. Und jetzt
Syrien. Auch hier der westliche Versuch, in einer Allianz mit absolutistischen Golfmonarchien durch Krieg eine Regierung zu stürzen. Und wieder nennen sie sich Freunde, die Freunde Syriens. Die Waffen für die Freunde liefert der Westen. Die Folgen haben apokalyptische Ausmaße angenommen und sind nun auch bei uns zu spüren. Allein diese vier Beispiele zeigen, der Krieg gegen den Terror ist selbst Terror und schafft neuen Terror. Ich frage, wann kapieren die westlichen Regierungen endlich, dass ihre Kriege die Lage nur verschlimmern? Oder stecken noch andere Motive dahinter? Denn eines fällt auf. Alle diese Länder zeichnen sich aus. Entweder durch ihre exponierte, geografisch bedeutsame strategische Lage, wie Afghanistan und Syrien, oder durch ihren rohstoffhaltigen Boden, wie der Irak und Libyen. Ich frage, wann hören die westlichen Staaten endlich auf, im wirtschaftlichen Interesse Kriege zu führen? Und dann Erdogans Krieg gegen die Kurden. Er ließ die Armee seines Landes, einem NATO-Mitglied, mit Artillerie und Kampfhubschraubern ganze Stadtviertel in Cizre und Diyarbakir dem Erdboden gleichmachen. Hunderttausende wurden obdachlos. Dies barbarische Vorgehen fördert den Hass, vor allem unter der kurdischen Jugend, die zunehmend auf Rache und Vergeltung setzt und von Dialog immer weniger wissen will. Die Fortsetzung dieser Politik Ankaras macht alles noch schlimmer. Es gibt im Kurdenkonflikt keine militärische Lösung. Die deutsche Regierung muss endlich ihr Schweigen zu Erdogans Krieg aufgeben. Zwischen Kurden und Türken kann es nur eine Verhandlungslösung geben. Liebe Freundinnen und Freunde, die NATO-Staaten halten an der Einkreisungspolitik gegen Russland fest. Allen voran die USA. Bis 2020 wollen sie eine weltweite militärische Überlegenheit auf allen Gebieten erreichen. Das ist hier in der Öffentlichkeit kaum bewusst. Das bedeutet Full Spectrum Dominance auf dem Land, in der Luft, auf und unter Wasser, im Weltraum und im Cyberspace. Am Raketenabwehrschirm in Europa arbeiten sie weiter. Für die Erneuerung ihrer Atomwaffen wollen die USA in den nächsten 30 Jahren den Betrag von 1.000 Milliarden Dollar aufwenden. Und es soll ein US-Luftangriff binnen einer Stunde an jedem Ort der Erde möglich werden. Prompt Global Strike wird das genannt. Kampfdrohnen sollen Kampfflugzeuge und Kampfhelikopter ablösen. So die Perspektive. Dabei ist es heute so, dass die NATO fast viermal so viele Soldaten wie Russland aufgestellt hat, fast das Zehnfache fürs Militär ausgibt und im konventionellen Rüstungsbereich Russland gegenüber weit überlegen ist. Ein russischer Angriff auf die NATO ist angesichts dessen absurd. Zumal die russische Regierung vor 2 Wochen angekündigt hat, ihre Militärausgaben um 5% zu senken und Ausgaben für neue Waffen um 10% kürzen zu wollen. Trotzdem baut die NATO eine superschnelle Eingreiftruppe auf, führt ein Manöver nach dem anderen in russischer Grenznähe durch, simuliert dabei Atombombenabwürfe und schafft Panzer und Munition nach Europa. Die USA und die NATO erhöhen die Spannung. Und es stellt sich die Frage für uns und seit dem Ukraine-Krieg umso mehr, kann daraus ein Krieg in Europa werden? Ich sage, trotz dieser beschriebenen Maßnahmen deuten die US-Planung momentan
nicht auf eine ernsthafte Kriegsplanung gegen Russland hin. Denn im Januar 2015 haben die USA beschlossen, die Truppenstärke in Europa bei 65.000 zu belassen und nicht zu erhöhen. Und das bis zum Jahre 2020. Das heißt jedoch nicht, dass das dauernd so bleibt. Ich denke an die US-Wahlen im November. Danach könnte die NATO das Spiel mit dem Feuer wie im Kalten Krieg neu entfachen. Wir müssen wachsam bleiben. Wir brauchen eine wetterfeste Friedensordnung in Europa, die auf Vertrauen und auf Abrüstung gründet und gegenseitige Rüstungskontrolle einschließt. Die NATO hat aufgrund ihrer gewaltigen Überlegenheit in Vorleistung zu treten. Abrüstung in Europa und Interessensausgleich mit Russland müssten auch eigentlich im deutschen Interesse sein. Und was macht die Bundesregierung? Kanzlerin Merkel stimmte beim letzten NATO-Gipfel vor anderthalb Jahren in Wales zu, dass auch Deutschland binnen 10 Jahren, also bis 2024, seine Militärausgaben auf 2% des Bruttosozialprodukts anheben will. Was sind 2%? Klingt erstmal wenig, ist aber viel. Im Moment sind es nämlich 1,2%. Und das sind im Moment nach NATO-Kriterien 35 Milliarden Euro. Und wenn sich die Planung der Bundesregierung umsetzen, sind es 58 Milliarden Euro für die Bundeswehr. Das ist eine völlig neue Dimension. Wie kommen solche Signale in Russland an? Klingt das etwa nach Entspannung und Kooperation? Nein, es klingt im Gegenteil nach Konfrontation. Die Bundesregierung sollte sich an den Ausgabenkürzungen der Russen ein Beispiel nehmen und abrüsten. Aber was hören wir im Januar von Frau von der Leyen? Sie kündigte an, für neue Waffen und Ausrüstung der Bundeswehr bis 2030 insgesamt 130 Milliarden Euro ausgeben zu wollen. Eine unvorstellbar hohe Summe und ein langer Zeitraum. Aber was bedeutet das? Die Ausgaben für neue Waffen und Ausrüstung würden gewaltig steigen. Von in diesem Jahr 4,8 Milliarden auf 8,7 Milliarden im Durchschnitt. Ein Plus von 4 Milliarden ist ein Plus von 80%. Eine gewaltige Steigerung und ein klares Bekenntnis zu mehr Macht auf der Basis von Militär. Das Geld wäre besser für die Unterbringung, Bildung und Integration Geflüchteter angelegt als für neue Waffen. Und obendrein will von der Leyen mehr Bundeswehrsoldaten. Von 10.000 zusätzlich ist die Rede, immerhin über 8% mehr als jetzt. Also, noch mehr Auslandseinsätze, noch intensivere, noch gewalttätigere Einsätze, mehr deutsche Kriegsbeteiligung und das alles in noch weiter entfernten Regionen. Ist das, was es uns blüht, was uns blüht? Ich lehne Auslandseinsätze der Bundeswehr ab und fordere den Abzug aus allen 17 Einsätzen weltweit. Wo die Bundeswehr nicht hin will oder nicht hin kann, weil etwa Ausrüstung oder das Durchhaltevermögen fehlen, wird ausgebildet und oder werden dorthin Waffen geliefert. Kanzlerin Merkel hat das einmal bagatellisierend Ertüchtigung genannt. Liebe Freundinnen und Freunde, so hoch wie im vergangenen Jahr waren deutsche Genehmigungen für Rüstungsexporte noch nie. Der deutsche reale Rüstungsexport an schweren Waffen war laut SIPRI, ihr kennt das Stockholmer Friedensforschungsinstitut, im letzten Jahr so hoch wie seit 2010 nicht. Also auch eine Steigerung, sodass Deutschland nach den USA und Russland
im Jahre 2015 wieder Platz 3 in der Welt belegt, Platz 1 in der EU. Diese Zahlen sind ein Skandal. Kriege in Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten, können nur geführt werden, weil Waffen und Fabriken aus dem Norden dahin gelangen. Waffenexporte auch aus Deutschland ermöglichen erst diese Kriege. Es bedarf einer radikalen Umkehr des Denkens, weg vom Waffenexport. Ich will überhaupt keinen Waffenexport. Um das Ziel schrittweise durchzusetzen, muss als erstes der Export von Kleinwaffen verboten werden. Die Regierung verspricht viel, wenn es den Kleinwaffenexport eindämmen will. Genehmigungen von Kleinwaffen im Wert von über 10 Millionen Euro in Ländern außerhalb von NATO und EU. Erst vor wenigen Wochen beschlossen, sprechen jedoch eine andere Sprache. Kleinwaffen sind die modernen Massenvernichtungswaffen. 19 von 20 Menschen sterben an Kleinwaffen. Der deutsche Weltmarktanteil bei Kleinwaffen beträgt über 10%. Die Aktion Aufschrei, stoppt den Waffenhandel, führt schnell eine Unterschriftensammlung gegen Kleinwaffen durch. Das ist eine erstklassige Möglichkeit, Bürgerinnen und Bürger anzusprechen. Die Mehrheit unserer Bevölkerung ist gegen Waffenexporte. Natürlich müssen zudem sämtliche Waffenausfuhren in Staaten des Nahen Ostens gestoppt werden. Wenn es diesen Ländern an einem sicher nicht mangelt, dann sind es Waffen. Wenn das durchgesetzt würde, wäre schon ein großer Teil der deutschen Verantwortung an zukünftigen Kriegen genommen. Liebe Friedensfreunde, mit dem Ende der Blockkonfrontation begann die damalige Regierung damit, die Bundeswehr auf Kriegseinsätze außerhalb des NATO-Gebiets auszurichten. Seitdem sind schätzungsweise über 100 Milliarden Euro in neue Waffen und Ausrüstungen gesteckt worden. Die qualitative Aufrüstung ist allumfassend. Ich will ganz kurz schildern, wie neue Waffensysteme die deutsche weltweite Orientierung offenlegen und weltweite Einsätze möglich werden. Das ist das, was in der Öffentlichkeit wenig berichtet wird. Wir hören immer nur davon, dass die alle nicht funktionieren. Das ist eine Propagandabehauptung. Zwei Neuerungen gegenüber dem Kalten Krieg sind dabei von zentraler Bedeutung. Das sind zum einen der strategische Lufttransport und zum anderen die sogenannte vernetzte Operationsführung. Für den strategischen Lufttransport werden 40 neue Military Airbusse hergestellt. 40, die auch auf kurzen Gras- und Schotterpisten starten und landen können. Das können die anderen so nicht. Mit ihnen lassen sich weltweit zum Beispiel zwei Kampfhubschrauber oder ein Transporthubschrauber, ein Radpanzer oder ein Schützenpanzer Puma oder 116 Fallschirmjäger transportieren. Zudem 10.000 Infanteristen werden mit neuestem Hightech ausgerüstet. Und damit kommen wir zur zweiten Neuerung, die vernetzte Operationsführung. Und das heißt, alle Soldaten, ob Infanterist, Panzerfahrer, Kommandeur und so weiter, sehen gleichzeitig im Computerdisplay dasselbe Lagebild. Sie sind in Echtzeit vernetzt. Das heißt, sie können rasant schnell Entscheidungen im Krieg fällen. Das erhöht die Chance, den Krieg zu gewinnen. Und um die Lagebilder zu erstellen, kommt Drohnen eine zentrale Bedeutung zu. Schauen wir uns kurz die Bundeswehr an. Was macht das Heer? Schwerpunkt ist die Ausbildung von Infanteristen für den Stadtkampf und den Häuserkampf. Die Marine interessiert sich für fremde Küsten und für das Land dahinter, hat Korvetten für den Landbeschuss mit Marschflugkörpern erhalten. Und 4 neue Fregatten F-125 sind im Bau. Pro Stück kosten sie 775 Millionen Euro. Die Luftwaffe. Neben den schon erwähnten strategischen Lufttransportkapazitäten kann sie mit den in Büchel stationierten Tornados im Kriegsfall über US-amerikanische Atomwaffen verfügen. Und auch über 600 Marschflugkörper mit konventionellem Sprengstoff. Die
automatisch ihr Ziel in 350 Kilometer Entfernung treffen können. Außerdem soll die Luftwaffe künftig Drohnen einsetzen. Zu den Drohnen möchte ich etwas mehr sagen, weil sie den Einstieg in eine neue Waffenqualität darstellen. Die Bundesregierung beabsichtigt, in 4 Drohnenprojekte einzusteigen. 4. In 2 unbewaffnete und in 2 bewaffnete. Die 2 unbewaffneten Drohnentypen sind Großdrohnen, die eine Spannweite von 40 Metern haben und in 20 Kilometer Höhe fliegen sollen. Das ist zunächst die Großdrohne Triton. Mit ihr kann die politische und militärische Kommandoführung eines fremden Landes ausgespäht und geortet werden. Man fragt sich, was will die Bundesregierung damit anstellen? 5 dieser Triton sollen auf dem Fliegerhorst Schleswig-Jagel stationiert werden. Die 2. unbewaffnete Großdrohne AGS dient der Zielerfassung am Boden. Von diesen Drohnen kommen 4 nach Jagel. Beide Großdrohnentypen können 40 Stunden lang fliegen und dabei 25.000 Kilometer zurücklegen. Was will die Bundesregierung mit diesen Großdrohnen anstellen? Es gibt darüber keine Debatte, es gibt darauf keine Antworten. Die Bundesregierung hat bezüglich Kampfdrohnen 2 Entscheidungen getroffen. Ab 2025 sollen in Europa hergestellte Kampfdrohnen gekauft werden, die sogenannten Euro-Drohnen, die auch in Deutschland starten und landen. Und zwar in Jagel. Bis 2025 also als Übergangslösung sollen israelische Heron-TP-Kampfdrohnen gemietet werden, die mit Raketen oder Bomben bewaffnet werden sollen. Erstmal 3 bis 5, später sollen es 16 sein. Ab 2018 sollen sie zur Verfügung stehen. Obwohl die Heron-TP in Israel stationiert werden soll, bemüht sich die Bundesregierung um eine Flugerlaubnis in Deutschland. Das heißt, wir werden in wenigen Jahren Kampfdrohnen über uns fliegen haben, wenn das so weitergeht. Ich, der ich auch in der bundesweiten Anti-Drohnen-Kampagne mitarbeite, halte die Drohnentechnologie für einen Irrweg, weil sie die Kriege entgrenzt, die Schwelle zum Gewalteinsatz senkt und den Weg in die Autonomisierung beschreitet, an dessen Ende die Entscheidung über Leben und Tod allein dem Computer überlassen wird. Die Kampagne sammelt Unterschriften für die Ächtung von Kampfdrohnen und ich bitte euch, euch damit zu beschäftigen. Ihr findet Unterlagen dazu auf der Homepage www.drohnen-kampagne.de. Die Firma Airbus in Bremen wird die technische Wartung dieser Heron-TP-Kampfdrohnen dafür zuständig sein. Apropos Bremen, die schöne Stadt an der Weser. Sie hat eine Schattenseite. Und das ist die hohe Rüstungsproduktion. Man kann hier bei einem Umsatz von rund 1 Milliarde Euro pro Jahr von einer Rüstungshochburg sprechen. In Bremen produzieren Firmen wichtige Komponenten für den Krieg. So Rheinmetall Defense Electronics. Die Firma ist Generalunternehmer für die Ausstattung von 11.000 Infanteristen mit Hightech zur Aufstandsbekämpfung. Dann die Firma OHB. Sie hat das in Betrieb befindliche Radarsatellitensystem SAR Lupe für die Bundeswehr hergestellt, das zurzeit aus Syrien Aufnahmen bei jedem Wetter liefert, auf denen Objekte der Größe eines halben Meters identifizierbar sind. OHB hat den Auftrag, das noch leistungsfähigere Nachfolgemodell zu entwickeln, was 2019 einsatzbar sein soll. Und last but not least, der Hauptsitz der Lürsten Werftengruppe in Lemwerder. Zu ihr gehört die Peene Werft in Wolgast. Hier wurden 4 Vorschiffe der Fregatten F-125 gebaut und hier sollen 15 Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut werden. Saudi-Arabien führt aktiv Krieg im Jemen und beteiligt sich an einer völkerrechtswidrigen Seeblockade gegen das Land. Es ist ein Unding, dass die Bundesregierung hier Beihilfe leistet. Sie muss die Genehmigung für den Bootsbau zurücknehmen und überhaupt keine Rüstungsteile nach Saudi-Arabien liefern. Generell
müssen die Anstrengungen zur Konversion militärischer Produkte in zivile verstärkt werden. Gewerkschaftliche Initiativen bei Verdi und der IG Metall, die im letzten Jahr einen spürbaren Aufschwung genommen haben, sollten betrieblich und von der Friedensbewegung unterstützt werden. Jetzt zu dieser schönen Stadt, Oldenburg. Oldenburg beherbergt seit letztem Jahr den Stab der 1. Panzerdivision in der Kaserne in Bümmerstede. Das ist ein wichtiges Führungszentrum der Bundeswehr. Die hier nur wenige 100 Mann starke Führungsriege befehligt nämlich eine der drei Heeresdivisionen der Bundeswehr. Immerhin 18.000 von 58.000 Heeressoldaten. Die Mehrzahl der Soldaten, die schon erwähnten Infanteristen, die mit nagelneuer Hightech von Rheinmetall in Bremen und neuen Schützenpanzern Puma sowie Radpanzern Boxer ausgerüstet werden. Ihr Spezialgebiet Häuserkampf und Stadtkampf. Diese Heeressoldaten befinden sich häufig im Auslandseinsatz. Das heißt, Krieg beginnt auch hier in Oldenburg. Es bestehen also viele Ansatzpunkte vor Ort und in der Region, um gegen die Kriegspolitik zu protestieren und zu mobilisieren. Wir denken darüber nach, zu einer bundesweiten Demonstration nach Berlin zu rufen. Wir wollen deutlich machen, dass die wahren Fluchtursachen, nämlich Kriege, soziale Ungleichheit, Ausbeutung, Klimaveränderungen, Waffenexporte bekämpft werden müssen. Nicht die Flüchtlinge. Wir wollen deutlich machen, dass abgerüstet werden muss, dass keine Kampfdrohnen angeschafft werden und vieles mehr. Als Termin wird der 8. Oktober ins Auge gefasst. Ihr seid herzlich eingeladen, in die Hauptstadt zu kommen. Ich danke für euer aufmerksames Zuhören und wünsche euch noch einen schönen Tag und ein gutes Ohr für die nächsten Redner. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gesprochen. Ich hatte zwischendurch den Eindruck, aber seht es mir bitte nach. Vielen Dank fürs Zuhören.